Philippe, herzlich willkommen beim FC Wacker Innsbruck. Wie ist denn zum Wechsel gekommen? Hallo, nein. Und ja, ich habe mit meinem Manager, mein Manager hat mit Innsbruck verhandelt und bin jetzt froh, dass ich da bin und das alles geklappt hat. Philippe, du bist jetzt ja in relativ kurzer Zeit vom LASK zu Austria Salzburg und jetzt zum FC Wacker Innsbruck gekommen. Ja, drei recht gute Namen, drei Traditionsvereine in Österreich auf deiner Liste. Sammelst du Traditionsvereine? Kann man so sagen, ja. Na, ich finde, die Traditionsvereine haben vom Ruf her schon einen ganz großen und die Fans sind auch super. Und ich habe jetzt gegen Innsbruck immer gespielt und da im Stadion ist eine Wahnsinnsstimmung. Und das taugt mir richtig, das brauche ich zum Fußballspielen. Du sprichst es an, du hast da mit Austria Salzburg da schon einmal gastiert, du kennst sozusagen das Derby-Fieber, das da bei uns grassieren kann. Genau. In den letzten Monaten war der Zuschauerzuspruch aufgrund der durchwachsenen Leistungen nicht so toll. Wie kann man denn diese heißblütigen Fans wieder zurückbekommen? Ja, indem wir gut spielen, indem wir gut in die Saison wieder starten oder in die Halbsaison wieder starten. Und ja, wir müssen einfach schauen, dass wir vorne mitspielen, dass wir gut spielen, dass wir gute Leistung bringen und dann hoffen wir, dass die Fans wieder alle da sind. Du selbst hast ein gutes Frühjahr hinter dir, plötzlich einen guten Herbst hinter dir. Du hast in 15 Spielen in der Regionalliga West 7 Tore erzielt, 3 vorbereitet. Ja, das kann sich sehen lassen. Ja, das habe ich hier auch vor. Also ich werde hier alles geben und mein Bestes geben. Und hoffe, ich kann dann die Mannschaft sehr gut helfen. Du bist ein Offensivspieler, Nona Net. Wo fühlst du dich denn, auf welcher Position fühlst du dich denn am wohlsten? Links Mittelfeld, also links vorn. Und dein Ziel jetzt für die nächsten Monate? Ja, wie jeder Spieler. Also ich bin gekommen zum Spielen, wie jeder Spieler. Jeder Spieler will spielen und ja, ich werde alles geben dafür. Dafür wünsche ich dir alles Gute und ich bedanke mich fürs Interview. Dankeschön. Danke.